Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Video. Ich habe bei Himmelsschmiede ein Knife gekauft, mit dem Hintergedanken, es Big Wallin zu schenken. Er hat das mittlerweile schon erhalten, also ich habe es ihm jetzt noch nicht gegeben. Das Video ist natürlich vorher aufgenommen, aber ich lade es jetzt halt erst später hoch. Ich habe es natürlich schon mal aufgemacht und eben geschaut, ob es halt, wie es verarbeitet ist. Ihr wisst ja nicht, dass das irgendwie Macken hat und dann muss ich es dann nochmal zurückschicken. Und ja, ich habe das Ganze für euch abgefilmt. Schaut es euch mal an. Ich fand das echt ziemlich cool und sehr beeindruckend, wie gut das Messer aussieht. Also wie, ja, wie schön es aussieht. Er wird sich übelst freuen. Ich weiß es. Gerade Bock. Ja, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Mein Tisch ist ultra kaputt, zerrobbt. Also das ist kein Dreck, was man da sieht, sondern einfach Löcher schon im Tisch. Ich habe vor Jahren hier auf dem Tisch mal Wurst geschnitten. Heute Abend ist ja auch Livestream, das wisst ihr ja alle, ne? Also schön am Start sein auf jeden Fall. Ich will euch nicht vermissen müssen heute Abend. Es gibt wieder Giveaways, aber nicht mehr so viele. Es wird wieder so sein wie früher, beziehungsweise es war ja jetzt nur das eine Mal, dass es so viele Giveaways gab. Heute wird es maximal 3 Giveaways geben. Es wird wieder so ganz normales Gameplay geben. Ich spiele die erste Runde allein, da könnt ihr gemütlich Bubble Dollar sammeln und den Stream eben genießen. Und danach gibt es dann ein Viewer-Game, vielleicht auch zwei, wer weiß, wie die Zeit halt so hinkommt. Es wird wieder CSGO gespielt, nur so am Rande, falls jemand fragt, was denn gemacht wird. Der Stream-Link ist hier unten in der Beschreibung. Ihr müsst die Beschreibung öffnen und da sind dann ein Stück weiter unten sofort alle Links zur Homepage, zu Facebook, blablabla, zu dem ganzen Scheiß. Des Weiteren, ihr seht es die ganze Zeit, ist ja schon seit geraumer Zeit, ich glaube seit 2 oder 3 Monaten, kann man meinen Merch erwerben. Und Mission Nils, ein Zuschauer, einer von euch, einer aus der Community, ein ganz großer, hat sich hier schon 2 Dinge geleistet, und zwar das Mauspad und auch die Handyhülle. Ich kann die jetzt auf Anhieb nicht erkennen, für welches Handy das ist. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Ich habe euch ja gebeten, dass ihr, falls ihr wollt und die Zeit habt und Lirum Larum mir Fotos macht, damit ich sowas zeigen kann. Bis jetzt war Nils der Einzige, der mir die Fotos geschickt hat. Es haben auch noch nicht so viele gekauft. Es wurden jetzt vielleicht 5 oder 6 Sachen verkauft. Und Nils ist der Erste, der mir was zugesendet hat. Es sieht sehr, sehr gut aus, finde ich. Man kann die Farben aber auch noch anderweitig auswählen. Also falls man jetzt schwarzes Mauspad haben möchte oder wie auch immer. Und übrigens Frizzy Pizzy. Es ist keine Bestellung von einem Hoodie oder sowas da. Also zu 100% nicht. Schau doch mal in deinen Account rein. Da steht's ja, was deine offenen Bestellungen sind. An alle, die sich jetzt denken, was? Es gibt Merch von dir? Alter, wie krass. Es gibt sehr, sehr viele Artikel. Im Moment gibt es aber nur ein Design. Und zwar dieses Nice Dude Design. Das ist ein Community-Spruch von uns, ein Insider. Nice Dude. Da gibt's für alle möglichen Handys die Hüllen, verschiedene Mauspads. Ich mach's einfach mal kurz auf. Wartet mal, ich mach's jetzt mal für mich auf und zeig's euch auch dann im Video. Ich bin so unvorbereitet heute, aber wer hat schon Zeit dafür? Ain't nobody got time for that. Hier könnt ihr es sehen. Es gibt einiges zu entdecken. Ich lasse es jetzt einfach in so einer Dia-Show hier rum durchlaufen. Also Mauspads, Handyhüllen, es gibt Kappen, so Snappacks, Specs, Keks, oder wie das heißt, Tassen, ganz viel wunderschönen Kram. Es gibt sogar Buttons, da haben wir es ja letztens im Stream drüber gehabt, T-Shirts und Kram und dann nochmal so normale Baseballkappen. Der Merch-Shop ist auch hier direkt in der Beschreibung verlinkt, da steht dann irgendwo mein Merch oder sowas. Es kommen noch Designs dazu, keine Sorge. Es werden auch noch Bilder kommen und natürlich auch andere Schriften und ein richtiges Logo, der Dumba-Bla und bla. Ihr müsst nur bedenken, dass es aufwendig ist, die Sachen zu erstellen. Also, solche Schriften gehen extrem einfach, die sind auch sehr einfach umzusetzen und da drauf zu drucken. Aber größere Sachen sind aufwendiger und kosten dann auch mehr. Und ich wollte jetzt nicht irgendwie direkt mein Gesicht oder irgendwas Fettes da drauf drucken, halt ein gemaltes Bild. Und dann kostet eine Kappe irgendwie 20 Euro oder 30 oder sowas. Ich will die Kosten für euch so gering wie möglich halten. Ich kann auch selbst als Designer, kann ich sogar einen Designpreis angeben. Aber da gebe ich natürlich 0 an für alle Designs, weil ich nicht will, dass ihr noch extra was bezahlen müsst. Wenn ich die Preise irgendwie noch drücken könnte, würde ich es auch auf jeden Fall machen. Bei den großen Designs ist auch nochmal eine kleine Schwierigkeit, dass man die umrechnen muss in Vektorgrafik. Ne? Also das kann ich auch alles selbst machen. Also um, ja, das Grafikprogramm rechnet das um, aber es wird eben umkonvertiert oder wie das auch immer in diesem Schritt heißt. Aber alles in allem wollen die das meistens auch nochmal anpassen. Da muss man dann nochmal eine Gebühr bezahlen und hin und her. Das ist, deswegen sind große Sachen zwar alles in Planung und auch schon in der Arbeit, aber noch nicht so richtig drauf. Das ist übrigens unser Font hier. Ich dachte, das passt echt gut zu uns. Dieses leicht lustige, schräge, irgendwie, ja, also ich finde, es hat was, oder? Es hat was, dieses Nice Dude, der Font, also die Schriftart. Soweit so gut. Ich hoffe, das Video ist über 5 Minuten gegangen, denn wir müssen unsere Watchtime auf jeden Fall oben halten. Ihr wisst, YouTube Watchtime ist sehr, sehr wichtig. Alle Videos bis zum Ende schauen. Damit macht ihr mir auf YouTube den allergrößten Gefallen, den man einem YouTuber machen kann. Es ist noch wertvoller wie liken oder abonnieren oder irgendwas. Also einfach die Videos bis zum Ende schauen. Das ist das, was jeder YouTuber gerne von seiner Community hätte. Also einfach durchlaufen lassen bis zum Ende. Die hören dann am Schluss einfach auf und außer ihr habt dieses Autoplay drin. Aber das habe ich mir auch sofort rausgemacht. Ne? Ihr könnt ja rechts, wenn ihr ein Video habt, also auf dem PC zumindest, gibt es diesen Autoplay-Button. Den muss man ausmachen. Das fuckt sonst voll ab. Wenn man das Video zu Ende schaut, auf immer fängt das nächste Video schon an oder irgendein nächstes Video.
Video. Das nervt ein bisschen. Ja, soweit so gut. Ich hoffe, ihr seid später alle im Stream dabei. 19:30 ging das los. Wisst ihr ja, noch Bescheid. Und keine Sorge, ich werde die Preise noch ein bisschen runterdrehen. Das war letztes Mal etwas krass. Das war einfach zu viel letztes Mal. Also am Dienstag. Einfach zu viele Skins, zu viel rumrechnen. Was soll dann was kosten und hin und her. Wenn ich so 1 bis 3 Skins rausgebe, dann ist es viel bequemer. Und da kann ich auch einfach mir das gescheit durchdenken und auch mal eure Kontostände angucken und das so ein bisschen anpassen. Dass es für viele oder für fast alle möglich ist, auch mitzumachen. Auch bei den größeren Sachen. Wisst ihr, was ich meine? Versteht ihr das? Könnt ihr das nachvollziehen? Gut, ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.